Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Hallo. Heute wieder mit der bezaubernden Trendy Sandy und einer Frage von Stefan. Stefan möchte wissen, liebes Modern Koi Team, bis zu welcher Größe sollte mein Koi mit einem Umsetzschlauch umsetzen? Ab wann sollte lieber per Hand umgesetzt werden, beziehungsweise auf eine Tüte zurückgegriffen werden? Des Weiteren fiel mir in den Ikeagi-Blogs auf, dass Makoto die Fische in der Wanne vor dem Umsetzen öfters im Kreis dreht. Dient das der Desorientierung, damit der Fisch nicht zappelt beim Umsetzen per Hand? Liebe Grüße, Stefan. Fangen wir mit der letzten Frage an. Ja, es ist die Desorientierung. Das ist wie wenn man das Huhn auf den Rücken legt. Das wird doch dann ohnmächtig, gell? Ja, das bleibt dann einfach so liegen. Oder ein Schaf auch zum Beispiel. Echt? Ja. Ein Schaf auch? Mhm. Lass uns ein Schaf drehen. Komm, ich will ein Schaf drehen. Wir müssen erst mal eins fangen, Martin. Du fängst, ich drehe es auf den Rücken. Das ist ja interessant. Okay, das wusste ich jetzt auch nicht. Und so ähnlich ist es auch mit dem Drehen. Die werden tatsächlich ohne Orientierung und dann etwas besser zu handeln, ganz einfach. Okay. Und zu allem anderen kann ich dir nur sagen, Stefan, das, was du da schreibst, das wird immer krimineller. Bis zu welcher Größe sollte mein Koi mit einem Umsetzschlauch umsetzen? Ab wann sollte lieber per Hand umgesetzt werden? Ja, da könnte ich dir sagen, der Umsetzschlauch geht natürlich irgendwo bis 90 cm maximal. Es gibt natürlich verschiedene Arten von Umsetzschläuchen, wobei es auch richtige Schrottumsetzschläuche gibt, wie wir allerdings schon im Blog gesehen haben. Da ist auch mal einer zusammengebrochen. Wie viele Umsetzschläuche sind dir schon kaputt gegangen in der Praxis? Ich habe schon alles erlebt, von abgerissenen Griffen über Netze, Gewebe, die reißen. Macht. Also es ist grausam. Also unsere Umsetzschläuche kosten ein Vermögen, glaube ich, 150 Tacken. Vielleicht noch mehr, keine Ahnung. Ist aber japanisches Material. Und da habe ich noch nie Probleme mit gehabt. Die sind wirklich gigantisch. Und ich kann es jedem nur sagen, der vor allem große Fische hat, machen Sie da keine Kompromisse. Holen Sie sich wirklich was Vernünftiges. Aber was ich sagen wollte, wenn der Fisch dann mal 90 cm hat und nicht mehr ein Umsetzschlauch passt und man dann damit beginnt, den Fisch von Hand umzusetzen, dann wird es natürlich richtig kriminell. Bis zu welcher Größe setzt du ein Koi unbetäubt von Hand um? Unbetäubt überhaupt nicht. Ja. Also vielleicht so einen kleinen Wurm oder so. Ja, aber also ich kein bin zwei, da... Kein 2-, 3-, 4-Jährigen. Nein, also ich meine, dass du das genial beherrschst, weiß ich. Also da habe ich ja schon Unglaubliches gesehen. Aber also ich habe einmal ein unangenehmes Erlebnis gehabt mit einem betäubten Koi, der mir runtergefallen ist. Das brauche ich nicht zweimal. Und das kann ich jedem anderen genauso auch empfehlen. Sie glauben nicht, die Jungs in Japan oder auch ich, wie viele tausende Fische wir von Hand umgesetzt haben. Das ist auch eine ganz spezielle Technik. Der größte Fehler wird gemacht in dem Moment, wo man den unbetäubten Koi festhalten möchte. Den halten Sie nicht, dann fällt er eigentlich runter. Sondern der Koi liegt eigentlich nur in Ihren Händen. Und Sie haben dann so eine ganz eigene Bewegung, wo Sie mit der Bewegung mit dem Fisch mitgehen. Dann können Sie den von Abstand nach Ilsfeld tragen, das sind 5 Kilometer, da passiert nichts. Aber auch da muss ich immer wieder sagen, bei jeder Ikeage sehe ich 1, 2 Situationen, das sind natürlich tausende von Fischen, die da bewegt werden, wo ich sage, das war jetzt sicherlich knapp. Es passiert, Gott sei Dank, nie was, oder in den letzten Jahren ist nie was passiert. Also Sie können sich vorstellen, auch als ich in meiner Anfangszeit, mir wird eine Situation, ich glaube, ich habe es im Blog schon mal erzählt, mit einem Goschki bei Köllitzow, da war das Verkaufsbecken, ach, das war das unter der Treppe im alten Köllitzow, ja, Heilbronn, genau. Das war in der Verlängerung zur Kasse und ich will einen Goschki in eine Wanne raus und der springt mir aus der Hand und schießt dann auf dem Fliesenboden entlang und direkt einer Frau, die an der Kasse stand, unter den Einkaufswagen. Und die hat es gar nicht gemerkt. Dann bin ich vor und habe gebeten, ob sie mal kurz ein Stück zurückfahren kann. Mein Fisch würde unter ihrem Einkaufswagen liegen. Ja? Also das sind so Erlebnisse, die einen dann vorsichtiger werden lassen. Aber der ungeübten Hand kann ich es wirklich in keiner Fischgröße empfehlen. Auch so kleine, die sind eigentlich noch sehr viel schwieriger, noch flutschiger. Schnell. Bis zu welcher Größe normalerweise die Umsetzschläuche gehen? Bis 90 cm. Der Fisch sollte halt durch die Öffnung gut hindurchgehen. Eben, und das ist das Entscheidende, Netz, das Volumen. Ja, und das Netz muss auch nachher die Masse tragen können, weil das ist das, was Sandra gerade erzählt hat. So ein Kescher reißt auch mal schnell. Auch das habe ich schon oft erlebt, wie Sandra es auch sagt. Ja. Dieses Werkzeug, was da zum Teil im Koi-Fachhandel verkauft wird, ist unsäglich, oder? Ja, das ist wirklich wahr. Ja. Also, wie man Schrott noch, ich wüsste nicht, wie man es noch billiger produzieren soll. Aber es gibt natürlich auch Kescher, die sowieso schon Löcher haben, wo jemand eine Behandlung gemacht hat und dann an diesen Stellen reißt das Gewebe natürlich auch weiter. Oder es gibt auch Kescher, die von Mäusen angefressen sind, am Rand perforiert. Siebenschläfer. Siebenschläfer, richtig. Also der Klassiker ist, was der Griff angeht, es gibt Metallgriffe, wo dann so eine Kunststoffhülle drauf gedrückt wurde. Die rutscht dann irgendwann raus. Ja? Das ist so der Klassiker.
Aber auch ganz geil finde ich die mit dem dicken Holzgriff, die dann in so einer Metalltülle drin sind. Da ist noch eine Schraube durch und dann ist das runde Teil dran und das Netz. Der Witz ist, am Anfang sind die gut, aber in die Metalltülle geht dann Wasser rein und das Wasser kann dann nicht mehr raus. Jetzt vermoddert das Holz da, das verschimmelt regelrecht, das wird morsch, poröse, brüchig, spröde, was weiß ich was. Und irgendwann, am Tag X, nehmen Sie den Kescher in die Hand, Sie sehen nichts, eben hoch und dann fährt es auseinander und der Koi klatscht auf den Boden. Also es gibt sicherlich auch sehr gutes Material, was in Europa hergestellt wird oder nicht nur aus Japan kommt, sondern aus anderen Ländern kommt. Aber bei diesem Material sollte man nicht sparsam sein. Kein Kescher lebt ewig. Über 90 cm ist natürlich dann die Tüte empfehlenswert. Das ist große Transporttüte. Große Transporttüte. Allerdings braucht auch das etwas Übung, wenn man den unten aus dem Teich dann den Fisch rein und dann am besten immer zu zweit, weil die Transporttüten haben natürlich das Problem, weil die dann so einknicken. Und wenn man dann zu zweit und drei oder vier Hände an der Tüte sind, dann funktioniert das gut. So, Stefan, jetzt wissen wir das auch. Mach's gut. Tschüss. Und bis zum nächsten Vlog. Ciao.